Energiewende heißt, dass Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke und andere ähnlich umweltschädliche Energiequellen zum Großteil abgeschafft werden und von den Kraftwerken wie zum Beispiel Windräder oder Solaranlagen ersetzt werden, die nicht die Umwelt verschmutzen. Und was kannst du dazu beitragen? Du kannst genauso Energie sparen. Heute in erneuerbare Energien investieren. Denn wenn wir unsere Einstellung zum Stromverbrauch nicht ändern und weiterhin mit Strom so verschwenderisch umgehen, kann die Energiewende nicht realisiert werden. Energiesparen ist viel einfacher, als man denkt und auch im Alltag möglich. Peter ist begeisterter Fußballspieler und trainiert zweimal die Woche. Toll, dass er nicht nur am Computer sitzt. Doch leider lässt er seinen Computer jeden Tag ca. 2 Stunden an. Das sind im Jahr dann 120 Kilowattstunden. Und diese entspricht etwa 34 Euro im Jahr, die er einsparen könnte. Peter hat immer mächtig Durst nach seinem Fußballtraining, weil es so anstrengend war. Er liebt Zitronentee. Dazu macht er sich täglich mit seinem Wasserkocher 1 Liter Wasser heiß. Jedoch trinkt er davon allerdings nur eine einzige Tasse. Der Stromverbrauch, um jeden Tag für seine Tasse Tee einen ganzen Liter Wasser zu erhitzen, beträgt 30 Kilowattstunden. Im Jahr könnte er deshalb also 7 Euro einsparen. Während Peter trainieren geht, lädt er sein Handy zu Hause auf. Nachdem er vom Training nach Hause kommt und der Akku voll ist, zieht er das Handy vom Stecker, lässt das Ladegerät aber in der Steckdose. Bei einem 4-Personen-Haushalt kostet das 65 Euro im Jahr, wenn man den Stecker nicht zieht. Umgerechnet sind es also 228 Kilowattstunden, die man einsparen könnte. Pauls Schwester Lisa geht zweimal in der Woche schwimmen. Nach dem Schwimmen föhnt sie ihre Haare und surft währenddessen auf ihrem Handy im Internet. Deshalb braucht sie jedes Mal 10 Minuten länger, bis ihre Haare trocken sind, als würde sie nicht surfen. Das sind insgesamt 36 Kilowattstunden im Jahr, die sie einsparen könnte. Umgerechnet wären das also 10 Euro. Wenn Peter jetzt zum Beispiel seinen PC ausschaltet, immer nur eine Tasse Wasser heiß macht, Lisa sich nur aufs Föhnen konzentriert und beide ihre Handys samt Ladegerät vom Netz nehmen würden, sobald sie geladen sind, können sie zusammen im Jahr mehr als 100 Euro sparen. Wenn alle Familienmitglieder sämtliche nicht benötigte Haushaltsgeräte ausschalten würden, statt sie im Standby-Modus zu lassen, könnten sie zusätzlich im Jahr nochmal 100 Euro sparen. Mit den ersparten 200 Euro könnten sie also einen Familienausflug in den Europapark nach Rust machen. Wenn nun jeder aus Peters Schule diese Stromspartipps befolgen würde, könnten so er und seine Klassenkameraden zusammen mehr als 80.000 Euro sparen und so den Umstieg auf erneuerbare Energien unterstützen.